Ein weiteres Statement zur heutigen Landtagssitzung im Sächsischen Landtag. Soeben, also vor wenigen Minuten, hat der Sächsische Landtag eine Änderung des Kommunalrechtes bzw. des Kommunalwahlrechtes beschlossen. Und zwar mit der Mehrheit der drei Regierungsfraktionen von CDU, Grünen und SPD und bei Enthaltung von der Fraktion Die Linke und der AfD. Ziel des Gesetzes soll unter anderem sein, Ermöglichung von Videokonferenzen bei Gemeinderatssitzungen und eine Verschiebung von Wahlen in Pandemiezeiten und eine ausschließliche Briefwahl im zweiten Wahlgang bei Kommunalwahlen. Es war eine sehr aufschlussreiche Diskussion. Die Kritik wurde vorgebracht. Und ich muss sagen, die Kritik war gerechtfertigt und zwar aus folgenden Gründen. Es geht also um Pandemiezeiten. Sollte also der Sächsische Landtag bzw. der Bundestag eine pandemische Notlage feststellen, sollen zukünftig Videokonferenzen der Gemeinderäte möglich sein. Das setzt voraus, dass die jeweiligen Gemeinderäte nicht nur über die entsprechende Technik verfügen, sondern auch über einen ausreichenden Internetzugang, der dann möglichst auch nicht unterbrochen werden darf. Sonst ist der Abgeordnete oder sind einzelne Stadträte von der Sitzung ausgeschlossen und die Sitzung kann angefochten werden und müsste dann wiederholt werden. Und zum anderen, um die Öffentlichkeit auch zu garantieren für die Bürger, soll also ein Raum zur Verfügung gestellt werden, wo dann Bürger, die keinen Internetzugang haben oder nicht die entsprechende Technik, dann doch zusammenkommen, um der Gemeinderatssitzung, die ja als Videokonferenz stattfinden soll, dann gemeinsam in einem Raum per Leinwand folgen zu können. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Also die Gemeinderäte sollen sich wegen Ansteckungsgefahr nicht treffen können, aber die Bürger sehr wohl. Und zwar nur die, die interessiert sind. Wahnsinn. Nicht durchdacht, wurde auch kritisiert. Zu Recht, wie ich finde. Zweitens, die Verschiebung von Wahlen in Pandemiezeiten auch wiederum wegen Ansteckungsgefahr. Was dabei überhaupt nicht zur Sprache kam in der Sitzung, war, dass es ja auch Bürger gibt, die eine Befreiung von der Mundschutzpflicht haben. Der Michael Ballweg hatte als Kandidat der OB-Wahl in Stuttgart durchgesetzt, und zwar, glaube ich, per Gericht, dass auch Bürger, die von der Mundschutzpflicht befreit sind, selbstverständlich ihre Stimme im Wahllokal abgeben können und nicht per Briefwahl wählen. Das gehört, ich erweitere das jetzt mal ein bisschen, es steht, glaube ich, nicht explizit drin, aber es gehört zum Wahlrecht, es gehört zu den Grundrechten dazu, dass man natürlich seine Stimme an der Urne abgeben darf. Und jetzt wird also der Weg bereitet dafür, erstens mal Wahlen zu verschieben, und zwar sage ich als Kritiker der Corona-Maßnahmen, ihr macht ein riesen Tohuwabohu um Ansteckungsgefahr im Wahllokal und versucht jetzt also CDU, Grüne und SPD Wahlen verschieben zu können. Und weil der zweite Wahlgang, der dann ausschließlich per Briefwahl stattfinden soll, und der findet nur bei Oberbürgermeisterwahlen in der Regel, findet ein zweiter Wahlgang statt oder bei Bürgermeisterwahlen, bei normalen Kommunalwahlen gibt es in der Regel keinen zweiten Wahlgang, mir wäre das nicht bekannt. Das heißt, dort wird der Weg geebnet, durch die Hintertür Wahlen zu verschieben und den zweiten Wahlgang als Briefwahl zu machen. Der Unterschied zwischen beiden soll sein, ich glaube, das hat der Valentin Lippmann von den Grünen angeführt, vor dem ersten Wahlgang gibt es einen Wahlkampf und die Kandidaten und die Parteien machen Wahlkampf und im zweiten Wahlgang sei das nicht mehr so, so gegeben, dass dann nochmal ein großer Wahlkampf stattfände. Und das sei also der Unterschied. Und als Begründung hat, glaube ich, ebenfalls der Herr Lippmann von den Grünen angeführt, dass jetzt in der Corona-Pandemiezeit die Verwaltung bzw. die Bürgermeister oder Oberbürgermeister kurzfristig Entscheidungen getroffen hätten, ohne den Gemeinderat oder Stadtrat einzubeziehen. Und das hat er kritisiert. Und deswegen sollen also zukünftig dann in solchen Fällen Videokonferenzen stattfinden, damit die Gemeinderäte einbezogen werden.
Ich halte die Begründung für unzureichend, um es mal vorsichtig auszudrücken, und für vorgeschoben. Hier wird an demokratischen Grundsätzen rumgeschraubt, ohne das Ganze richtig durchdacht zu haben. Ich kritisiere das und ich kann nur interessierte Bürger aufrufen, dagegen zu protestieren, nicht auf der Straße, sondern sich mit den Abgeordneten, mit den Stadträten, Gemeinderäten und auch Landtagsabgeordneten auseinanderzusetzen, was die hier gerade an unserer Demokratie rumschrauben, als wäre noch nicht genug rumgeschraubt worden. Leute, passt auf, was hier gerade passiert. Es geht in Richtung Verschiebung von Wahlen und dann bleibt die alte Regierung bzw. das alte Parlament oder die Gemeinderäte bleiben dann einfach mal im Amt. Und da ist nichts geregelt, wie lange man das machen kann. Die Pandemie dauert jetzt schon ein Dreivierteljahr. Da wird an unserer Demokratie rumgeschraubt. Menschen, seid wachsam. Ich hatte euch lieb, hat Julius Fučík gesagt. Und an den Spruch muss ich öfter mal denken. Menschen, seid wachsam, ich hatte euch lieb. Das soll's gewesen sein. Pfiat's euch.